Das macht er jetzt gut. Das kommt dann jetzt da rein. So, ich bin gerade bei. Wen habe ich? Eisen? Jawohl, ich habe Eisen. Und ich habe hier mit Sicherheit auch Lead und Potassium und Kohle. Und jetzt eine neue Spitzhacke im Inventar, mit der ich jetzt eben mal diesen seltsamen Stein aus deinem Lager entferne, der hier rumsteht. Was immer der hier zu suchen hatte. So, ja, na, hier muss schon die Wand bleiben, ne? Ja, aber das muss man dann von der anderen Seite. Ja, ja. Das muss ja symmetrisch irgendwie passen. Ich hätte ja schon gerne dann die drei Felder zumindest irgendwie. So. So war das nicht hier da. Ja doch. Ah, muss auch alles andere hier noch raus, damit es hier sauber aussieht, so mit dem Kies und das da. Da ist auch noch Kies. Ich kann das hier. Ja, ich kann mal das hier wirklich getrost komplett wegrotzen. Weil das wieder randvoll mit blöden. Hast du nicht gesehen, ist hier. Gleiches verdammtes Problem wie beim Lager. Du kannst nichts bauen, weil du erstmal das mal alles auseinandernehmen, weil überall irgendwas Sinnvolles drin ist. Hast du noch Fackeln irgendwo? Nein, die sind im Sturm verloren gegangen. Ist hier denn irgendwo schon Tierfett? Oder Fett? Ja, das ist in der zweiten Abteilung. Haben wir da oben gerade Nacht 7 oder was? Ich hab's vergessen, irgendwo ist das da. Ja, ich hab's gefunden. Ich muss mich jetzt gerade leider um anderes kümmern. Die sind doof hier. Wo bist du, Hund? Geht's da richtig ab? Ja, es ist sogar auch. Es ist mit Hornissen und allem hier. Es ist der verschobene. Sag mal, wenn ich sag, du stirbst, dann stirbst du. Auch Spaß haben. Nee. Ich komm gleich wieder zum Spaß haben. Muss mal eine kurze Auszeit nehmen. So. Ja, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht so stepp jetzt. Das ist eine Munitionsverschwendung und die stirbt nicht. Oh, ich kann nicht mehr rennen, scheiße. Oh. Ich hatte es in der Hand, das Medikit. Ich hatte es in der Hand. Warum bist du denn gestorben? Mal wieder. Ja. Weil der irgendwie trotz kompletter Eisenrüstung nach einem Schlag anfängt wieder zu verbluten. Das ist ärgerlich. Ja, und ich hatte gehofft, weil da so viele Nurse
rumlagen, dass ich da eine erwischt, die was Brauchbares einstecken hat. War leider nicht so. Und dann kam ich nicht mehr ganz rechtzeitig runter. Ja, scheiße. Gut, ich gebe zu, ich bin auch ein bisschen auf Risiko gegangen. Ist nämlich lustigerweise letztens schon mal, dass ich auch die Anzeige hatte, ich verblute, aber die hörte dann irgendwann wieder auf. Selbstheilung. Spontan. Ja. So, das ist alles, was lila ist. Ah, ne, ich hab dann doch, da spielen wir mal die Holzpillars hin. So. Da ist das Fett, genau. Wusste ich doch. Durch das Leder. Da oben ist ja auch noch Kies in der. Gibt's ja gar nicht. Das ist sowieso hier oben, die ganze Decke ist verknorzt. Hab ich irgendwo Stein gehabt? Da. Scheiße. Ich überall nochmal die Decke austauschen. Du wolltest einen Raum 3x3, ne? Ja. Okay, gut. Dass ich hier irgendwie irgendwas zubaue, was nicht zugebaut gehört. Eins, zwei, drei. Okay. Wie sieht denn jetzt aus hier? Jo, wie sieht denn das jetzt aus? Der muss da weg. Der gehört da nicht hin. Die ziehen schon wieder hier die Löcher aus dem Käse, die Schweine. Das Ganze hier langsam Raumformen, ja. So, jetzt kann ich die Treppe hier direkt an die Wand machen. Oder ich mache noch Holz oder so. Wie mache ich das denn jetzt? Auf jeden Fall ist es jetzt schon mal ein sauberer Raum. Da. Wollte ich sagen, diesmal rennen wir nicht den Zombies einfach todesmutig direkt vor die Nase. Ah, da rennt er ihr todesmutig direkt vor die Nase. Ja, ja. Mann, 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 was hier heute los ist, so. Geht ab. Ja, komm, lauf erstmal durch die Spikes durch. Interessiert ihn überhaupt nicht. Okay. Direkt. Das klingt so brutal, wenn die direkt vor den. Vor der Nase stehen und man rotzt die weg. Bam. Nicht in die Spikes laufen, bitte schön.
So, ich weiß nicht, was das hier bitte für eine Nummer sein soll. Guck doch einfach mal an und weißt du es. Ja, es sind irgendwie zwei Zombies im Liebesspiel hier erwischt gerade. Ups, das wollte ich nicht. Oh, egal. So. Ja. Chaos beseitigt. Mal wieder. Dieser sterile Raum da oben. So, wie sieht's denn jetzt da aus bei dir? Ist das so... Oh, das ist auch hübsch so, oder? Kann man so machen. Mhm. Hast du eigentlich eine Schaufel? Mhm. Ja, dann ist ja gut. So, dann werde ich jetzt mal gucken, dass ich hier hinten... hier auch mal die Löcher wieder zumach. Zack. Das kann man meinetwegen so lassen, das ist mir egal. Ist mir egal. Die Steine jetzt nicht schmaler können, die weg. Die großen wie die kleinen. Achso, willst du das oben... Willst du da den Turm aus Beton? Vielleicht, mal gucken. Ja, vielleicht oder ja. Mal gucken, wo ich ankomme. Aber eigentlich schon, ja. Gut, dann würde ich nämlich jetzt, wenn du nichts dagegen hast, schon mal mit der Vorproduktion anfangen. Gerne. Zum Beispiel schon mal als erstes... Fangen wir mal an, mindestens schon mal... 3-4 Eisenbahnen durchzukloppen. Genau, Eisen, also... die Rebar-Frames und... Genau. Ganz viel Gravel und dann Zement halt. Nochmal an. So, in der Zwischenzeit räume ich hier schon mal ein bisschen meinen Scheiß wieder weg. Das nächste Mal noch ein Bett. Ach, das wird sowieso bei weitem nicht reichen. Nein, nein, nein. Kohle. Büschel Jazz, da ist noch Potassium. Das gehört alles woanders der hier. So. Okay, weißt du was? Bin ich dann hier so. Ja, sonst nicht so geizig. Mit dem Material. Absa, dann können wir das Glas mal eben wegräumen. Das gehört da rein und das Fett kommt hier rüber. Und die Gläser haben wir hier. So, machen wir Mittagspause, ne? So, man könnte ja eigentlich auch mal ein bisschen wieder Fleisch durchbrennen, wenn ich das so sehe. Ah, das passt ja wunderbar. Wo ist denn jetzt hin? Das tut mir jetzt persönlich leid. Ich wollte unser Fleisch durchbrennen. Ich hab's weggezaubert. Wie, du hast es weggezaubert? Ich hab's weggezaubert. Es ist einfach nicht mehr da. Man kann Fleisch nicht wegzaubern. Doch. Nein. Doch. Ich hab das komplett auf den Grill gepackt. Das gesamte Fleisch. Hab ein Stück Kohle reingeschmissen, hab auf Cook gedrückt, in dem Moment war es weg. Hm. Seltsam. Mhm. Und ungünstig. Sehr ärgerlich, ja. Das war nämlich alles, was wir haben. Blöd.
Ich lasse es jetzt vielleicht doch wieder auf, ich weiß es nicht. Ja. Das war nicht so, ne? Habe ich eine Aufgabe, gehe ich gleich jagen. Scheiße, das gibt's doch nicht. Wieso ist denn das Fleisch verschwunden? Das Blöde ist, dass da jetzt halt auch völlig nutzlos eine komplette Kohle durchbrennt, die ich jetzt halt auch nicht wieder rausnehmen kann. Eine. Ja. Naja, eine ist ja nicht so schlimm. Naja, also nicht so ein kleinen Klumpen, sondern eine große Kohle halt. Achso, hast du komplett da reingelegt. Ja, das Fleisch hätte 6 Minuten lang brennen sollen. Das hat ziemlich genau gepasst. Oh, meinst du nix. Wo ist denn jetzt hier der Eingang wieder? Aber was eine Verschwendung. Den Rest Kohle wieder weg. Na gut, Kohle haben wir ja genug. Mehr. Was? Ich bin eben oben aus dem Loch raus, jetzt bin ich das Loch nicht mehr. Ja. Juhu! Hallo! Da. Nee, wo? Hier drüben! Nein, hinter dir! Rechts! Ja! 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 So ein blödes kleines Loch, das findet man hier irgendwie nicht mehr. Stell einen Baum davor. Ja, man sieht's ja dann gleich. Achso, ja stimmt, kommt der Turm hin. Hab ich ja nochmal hochgebuddelt, jetzt wird's ja größer. War jetzt ja nur der Anfang. Ja, das braucht noch ein bisschen. Was mache ich denn so lang? Soll ich mal irgendwas machen? Ich wollte jagen gehen, aber ich kann jetzt nicht während der Vorproduktion jagen gehen, bis der Vorproduzierte weg. Nein. Muss das sein? Was? Was sie da machen? Ich hab nur mal geguckt, ob es wirklich so schwer ist, von außen zu finden. Ach so. Aber es steht sogar ein Baum direkt davor. Pong. Ah, jetzt bleibt er mal da oben. Steht, glaube ich, kein Baum mehr davor. Nein, ich dachte mir, der könnte gleich störend sein. Da hockt der Hunde im Loch und schiebt mich trotzdem noch durch die Gegend. Das ist eins zu viel. So. Den Umkreis ein bisschen freigehackt. Ist ja alles noch gut, ne? Hä? Ich geh mir was zu essen, Honi. Geh mir was zu essen, Honi. Geh mir was zu essen, Honi. Ich falle erst vom Berg. Dann geh ich mir was zu essen, Honi. Geh mir was zu essen, Honi. Und das zu trinken für unterwegs, für unterwegs, für unterwegs. Dass wir hier noch genug Bacon and Eggs haben. Ja. Du Scheißding! Nein, ich bin's nicht. Oh, ein See. Shit.
Ich fürchte, den werde ich nicht finden. Der Airdrop ist saudämlich irgendwo hingeflogen. Keine Ahnung wohin. Was passiert eigentlich, wenn man sich unter Wasser in den Berg schlägt? Klappt hier nicht so gut wie in Minecraft, ey. Was? Sich auf die Footframes zu stellen. Indem, also unter sich springen oder sich bauen und dann. Ach so, auch das ist Übungssache, das geht eigentlich schon. Ja, es klappt aber nicht so gut. Ist das hier das. Den Airdrop habe ich nicht gefunden, aber ich glaube, ich habe gerade die Häuschen gefunden, die Tankstelle, die du mal hattest.